Wie viel Sex ist denn normal, Jenny? Ja, und diese Frage habe ich ja echt schon öfter bekommen und ich werde die jetzt mal hier öffentlich beantworten. Und was soll ich sagen? Meine Arbeit beschäftigt sich damit, Frauen im Bett besser zu verstehen und die glücklich zu machen. Aber nicht nur im Bett, sondern auch in der Beziehung. Und dieses Video ist jetzt natürlich für alle Männer, aber klar auch für alle Frauen geeignet. Werd Abonnent und ich freue mich, wenn meine Avantgarde-Bewegung hier anwächst und größer wird. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen. Muss ich auch mal sagen. Ne? So, also, wie viel Sex ist normal? Und ja, diese Frage. Könnte sein, dass du dir diese Frage gerade dann stellst, wenn du eben noch nicht so viel Sexerfahrung hast. Ja, also je älter wir werden, umso mehr eigene Erfahrungen haben wir auch damit. Ja? So, das erstmal vorab. Und diese Antwort zeigt ja eigentlich schon, dass es darum geht, wie das für dich ist. Ja, also wie viel Sex normal ist, das kann aus meiner Sicht erstmal jeder für sich beantworten und dann aber auch jedes Paar. Weil vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, es kommt ja auch auf den Partner oder die Partnerin an, die man hat, wie da das Sexleben aussieht. Und es sieht eben nicht bei jedem gleich aus. So, aber wir können grundsätzlich sagen, dass jeder so ein eigenes Gefühl hat, wie er oder sie gerne dieses Sexbedürfnis oder diese Freude ausdrücken möchte. Jetzt wie, oh, ich rede jetzt erstmal nur von dem, wie oft, ja, wie oft tut mir das gut? Wie viel Mal hätte ich es gerne? Was ist für mich normal? Wie sieht es aus? Ja, also diese Fragen. Die wirst du, wenn du jetzt ein junger Mann bist, wahrscheinlich anders beantworten, als wenn du eben schon über 40 bist. Ja? So, und bei uns Frauen ist es ja oftmals von der Quantität her auch andersrum. Das heißt, je älter wir werden, desto mehr wollen wir eigentlich gerne ja, dieses Bedürfnis auch mit dem Partner teilen. Und dagegen spricht aber, und das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, zu Statistiken, dass eben schon nach einem Jahr die Hälfte der Partner in Beziehungen, also Partner oder Partnerin, schon unzufrieden ist mit der Anzahl oder mit der, doch mit der Anzahl an Sexualität. So, das heißt, schon nach einem Jahr schwindet die, ja, die Freude miteinander, weil einfach nicht mehr so oft miteinander, ja, das Liebesleben geteilt oder erlebt wird, wie es eigentlich für jeden von beiden schön wäre. Ich will das jetzt gar nicht geschlechtermäßig auswerten. Ich meine, da, wo ich das gesehen habe, da gab es auch keine Geschlechter. Doch, da gab es eine, aber ich habe es mir jetzt nicht gemerkt. Keine, Be also, ja. So. Das heißt, werd dir klar und dann sprich mit dem, mit der Partnerin darüber, wie sie es gerne hätte. Und dann könnt ihr zusammen entscheiden oder fühlen, was sich da denn genau gut anfühlt. Und ja, ich weiß, also das höre ich immer aus meiner Arbeit, ja, dass die Männer sich gar nicht trauen, mit der Partnerin darüber zu sprechen. Oder die sagen mir, ja, die will doch gar nicht darüber reden. Und das scheint für Männer eben der größte Schritt zu sein, mit ihr so darüber zu sprechen, dass sie auch darüber sprechen möchte. Das heißt, dass es eben kein Vorwurf wird oder eine Streiterei oder eine Diskussion oder eine Rechtfertigung. Ja, und das wäre also die Frage bei dieser Frage, wie viel Sex normal ist. Willst du jetzt hier von mir, weiß nicht, irgendeine Begründung haben dafür, dass du dann das einfordern kannst? Weil das wirst du ja hier nicht kriegen, das hast du ja schon verstanden. Ja, sondern hier gibt es Tipps, wie du kommunizierst darüber. Und ja, vielleicht bei dieser Frage, wie oft
Sex normal oder gut ist, geht es ja vielleicht auch darum, wie intensiv oder wie erfüllend und leidenschaftlich der Sex dann überhaupt ist. Ja, vielleicht wollen wir das nochmal an Qualität nochmal beantworten. Und da kannst du dich ja mal fragen, wie viel Zeit verbringt ihr damit? Also ist es nur ein schneller Sex oder ist es langer Sex? Und langer Sex ist für uns Frauen mindestens 30 Minuten. Ich sage jetzt mal so eine Zeit, ja, mindestens. Also eher ab einer Stunde oder ab 45 Minuten mindestens, sagen wir mal so. Und weil wir, und das zeige ich jetzt gerne nochmal, wir haben ja so eine Erregungskurve, die steigt langsam an, ne? Hier fängt es an und dann kommen wir hier oben und da können wir halt über Stunden sein. Ja? Und beim Mann, der ist sozusagen sofort erregt. So, und dann geht es darum, diese Erregungskurve eben erstmal hochzukommen. Und deswegen braucht es halt mehr Zeit. Ja, und für uns geht es also auch um die Qualität. Und wenn wir so einen ausgiebigen, erfreulichen, freudvollen Sex haben, wo wir dann auch unsere Freude ausdrücken können, sprich, ich sage immer Freude, ja, und ich meine natürlich auch Orgasmen, ja, wo wir die Orgasmen auch ausdrücken können und uns so hingeben, dass wir auch ein Stück weit das Gefühl haben, dass wir mit dem Partner verschmelzen, ja, dann wollen wir natürlich diese intensive Art des Sex auch erleben oder teilen. Die Frage ist halt, ob ihr diese Art des Liebeslebens so lebt oder was ihr braucht, damit ihr das leben könnt. Weil die meisten Paare, die zu wenig Sex haben, die haben diese intensive Zeit nicht miteinander. Ich kann es ja mal auch ganz einfach ausdrücken. Ja? So ist es halt. Und dann macht die Frau zu. Und dann ist ihr Herz verschlossen und dann verschließt sich ihr Schoß und so weiter. Okay, die Frage ist dann noch, warum macht ihr Herz zu? Also da gibt es dann noch andere Gründe dafür, aber ein Grund wäre eben, wenn ihr nur immer kurzen Sex habt, wo es um deine Befriedigung geht, also um die männliche Befriedigung geht. Und wo, also ich höre oft, ja, ich weiß nicht, ob sie zum Orgasmus gekommen ist, ne, zum Beispiel. Und ich frage doch nicht danach, das ist doch, ich muss es doch wissen. Ja, klar musst du es wissen, super. Da mache ich nochmal extra ein Video dazu. Also, wenn das dein Thema ist und du da wirklich was ändern willst und ihr schon lange Jahre damit zu tun habt, dann melde dich zu mir, bei mir zur kostenlosen Beratungssession, weil dann können wir da genau gucken, wie du das ändern kannst. Mein Lieber, bis bald.